Mann, okay, ist. Alarm, 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 Alarm. Okay, 3 und 2 und 1 und. Hallöchen, YouTube, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Challenges in Bed Wars mit dem Paddy. Hi. Ja, wir machen das Ganze heute mal auf dem DustMC-Server. Und haben Spaß. Und haben eine ganz tolle Challenge am Start. Server-Bug. Server-Bug schon wieder. Ja, Server-Bug, eindeutig. Und ja, wir haben eine ganz tolle Challenge für euch am Start. Und die erklärt euch der Paddy. Ja, und zwar ist es die Mörder-Challenge. Wie bei jedem Krimi so. Wisst ihr, guckt bestimmt abends immer Krimis und so. Müssen wir so unser Schwert wegwerfen. Also die Tatwaffe. Wenn wir jemanden töten, müssen wir halt das Schwert wegwerfen oder unsere Tatwaffe. Und ja, es könnte ziemlich kritisch werden gegen Teams und so, wenn man einen so tötet und dann der zweite muss man das Schwert wegwerfen, dann wird es halt schon belastend. Ja, genau. Und ja, wir müssen das Ganze hier leider auf dem. Das heißt leider, ne? Das kommt jetzt auch ein bisschen hetzig gegen das DustMC-Team. Aber wir müssen das Ganze hier auf dem DustMC-Server aufnehmen, da Gomme gerade seine Tage hat. Ach ja, was in letzter Zeit zu oft passiert, meiner Meinung nach, aber egal. Das sei jetzt mal außen vor gelassen, irgendwie so nennt man das. Ja, dazu mal. Nein, man braucht hier so eine Picke, um das Bett abzubauen. Du brauchst eine Picke, du kannst das Bett nicht abbauen. Ja, das ist sicherlich richtig. Eine Eisenpicke braucht man dafür. Stop. Ja. Also dazu mal eine Story. Das wird jetzt auf das sind. Es war halt so. Es war ein schöner Dienstagnachmittag. Sonnig war ja auch und dann. Conti und ich haben uns getroffen. Wollten ganz gediegen, ganz entspannt auf dem Gommeshelfer aufnehmen. Dann haben wir so auf diese Bedwars-Schilder so geklickt, ne? Haben wir aber so gemerkt, ja, scheiße, geht nicht, passiert nichts. Und dann, dann haben wir uns halt so überlegt, ja, lass mal die Challenge in Skywars machen. Waren wir halt in Skywars, haben auf die Skywars-Schilder geklickt, waren in der Skywars-Runde drinne und wurden aus der Runde in die Bedwars-Runde tippet, auf die wir vor 15 Minuten drauf geklickt haben. Und dann haben wir uns gedacht, ja, scheiß auf den Surfer, lass auf Revi gehen, gehen wir auf Revi. Und alle Runden sind voll, ja, moin. Okay, das war die Story. Nice Story, Bro. Was ist dein Kommentar dazu, Kotti? Mein Kommentar dazu ist, dass ich gerade vor einem Team stehe. Dieser Typ, dieser Alex, eine Picke hat und ich wahrscheinlich daran verrecken werde. Okay, ich komme. Ich bin Notruf 115. Never hat das geklappt. Oh mein Gott, du hast sie outplayed, Kotti. Oh mein Gott, what a play. Wo ist der? Es ist in so einem Haus, Mann. So ein blauer Block, den musst du abbauen, weißt du? Ich als alte Dust-Legende. Ist er dabei geklappt? Ist er dabei geklappt? Oh mein Gott. Wusstest du, dass ich alter Dust-Legendenspieler bin? Damals. Ja. Ich zu deiner Zeit, da war ich hier Legende. Damals. Damals. Ja, auf das ist ja eigentlich das Bed Wars erfunden worden, in dem Sinne. Kann ich den Block auch mit der Steinpicke abbauen? Ich weiß es echt nicht. Ich hab's mit der Eisenpicke gemacht, damit es safe ist. Das dauert so lange mit der Steinpicke, das dauert. Waffe droppen nicht vergessen, mein Lieber. Easy, Kotti. Ich bin Matchwinner. Was? Wenn ich das nicht abhauen kann. Mach-Winner. Easy. Da machen die gar nichts gegen meine Skills. Mach-Winner. Das Legenden-Comeback und du kriegst jetzt einen 10er-Combo. Okay, doch nicht. Mach-Winner. Ach so, die Roten sind raus. Okay, Weißt du, wir müssen so Taktik machen, so ganz viele Eisenpicken kaufen, dann die Leute mit Eisenpicken töten und immer einen wegwoppen. Ja, so habe ich mit den Schwertern gemacht und haben mir bei denen eine Eisenpicke gegönnt. Und bist trotzdem gestorben. Das musst du jetzt einblenden auf Revi. Bett. Ach nee, das Was? Bist du. Ja, bist du. So. Ach, du bist der Grüne. Oh, ich wollte gerade den Grünen angreifen. Alarm, Alter. Okay, wir müssen noch. Es gibt. Oh. Niemand hat mehr ein Bett, Kotti. Nice. Nur noch die Leute töten. Der Steve ist so kacke, ey. Und der andere auch. Oder die andere. Hä, natürlich hat noch jemand ein Bett, oder nicht? Nee, Mann. Stimmt. Rot ist gar nicht da. Schau, die werden so durchgestrichen angezeigt. Die mache ich einen auf Camper-Modus und vercampen sich voll in der Ecke und kriegen trotzdem auf die Fresse. Oh mein Gott. Ja, also, ne. Ich meine, ich bin ja als Rangsucker und Ranggeiler bekannt. Wenn das Team das hier sieht, kann ich gerne den YouTuber-Rang entgegennehmen. Habe ich natürlich nichts gegen. YouTuber-Rang, ey, dann ist das der. Nicht mal, nein, einfach nur nein. Nein. Leute, ne, ich habe es nur letztens in den Kommentaren gelesen. Ja, Gott, du ranggeile Sau, hat's überall Premium Plus oder YouTuber.
Ja, richtiger Hurensohn. Ah! Da geh dich mal hängen, die Nutte, ey. Zackst dich überall bei Serverteams. Nimm dir ein Beispiel an mir, ich hab überall Non-Premium. Ich bin ein Ehrenmann. Ein gutes Beispiel, ja. Ich finde, du sollst dir mal überall dein Premium Plus Rang entzogen bekommen und dann. Ja, moin. Okay, Leute, also das war's mit der Challenge. Wir haben sie, glaube ich, richtig gut gemeistert. Hatten auch kaum Probleme damit. Und ja. Schaut beim Patty vorbei, schreibt uns Challenges in die Kommentare, die nächstes Mal hoffentlich wieder auf Gomme stattfinden können. Wie gewohnt. Und ja. Hast du noch was zu sagen, mein lieber Patty? Ja, haut rein. Schönen Tag noch. Auch so. Tschö mit dir.